Er ist, jeder kennt ihn, jede kennt ihn als den besten, einer der besten, wenn nicht der beste deutsche Comedian. Und heute vielen Dank, dass du bei uns bist im Riverboat. Bülent Ceylan. Juhu! Ich glaube, wir haben heute die Möglichkeit, dich auch mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Darauf freue ich mich schon. Aber zunächst einmal, so wie wir dich kennen und lieben, mit deinem neuen Programm, was Lustobjekt heißt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Lustobjekt und nicht, wie in Berlin oft verstanden wird, Lutsch. Ja. Merkst du was? Die Frauen lachen. Komischerweise lesen voll viele Frauen, ich weiß, ich muss jetzt auch mal, was sagt man, was darf man noch sagen? Aber voll viele Frauen haben, als ich das rausgebracht habe, mit Lustobjekt, ja, weil wir halt so reden, SCH, haben viele, also hauptsächlich Norddeutschland, Berlin und so Sachen, also wo man dann Hochdeutsch, Oxforddeutsch spricht, da haben die Lutsch gelesen, Lutschobjekte. Ja. Da habe ich gesehen, das ist klar, ich kann dieses Programm gar nicht machen. Macht euch doch mal Gedanken, Lutschobjekte, da wäre ich ja in aller Munde. und komischerweise, doch ein paar Männer aus Köln haben auch Lutsch gelesen, aber ansonsten. Ja. Ich habe dann auch eine weibliche Ader, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte wirklich auch Probleme. Ja, aber das gibt es übrigens seit schon 2020, Januar war die Premiere. Und dann kam ja, es lief so gut an und jeder so, kennst du selber, oh, das ist jetzt dein bestes Programm, das, wo es gibt. Und alle sind so gekommen, ne? Und dann kam März. Ja. Kam Corona und dann jetzt, aber ich mache jetzt wieder Premiere. Ich sage halt, es hat halt aktualisiert halt, aber hatte den Titel und dachte, es wäre schade jetzt. Ich habe 2 Monate das Programm gespielt, gut, bisschen Autokino. Habe ich auch noch gemacht, wo man von Leuten spielt. Habt ihr das auch gehabt in Berlin auch, ne? Ich habe 30 Auftritte, Martin, gemacht. 30, weil aber du hast vorhin gesagt, ein. Und dann Applaus war immer, wenn die Scheibenwischer angingen? Ja, ja, ich habe dann gesagt, wenn ihr Tränen lacht, weil ich ja die Lacher so nicht mitkriege, wenn im Auto sitzen wird, vor allem wenn es kalt ist und die Scheiben noch zu sind, habe ich gesagt, dann bitte macht Scheibenwischer an und spritzt Wasser, damit ich weiß, da wurde Tränen gelacht. Also das war schon, oder wenn die gehupt haben manchmal, ne? Je nach Auto war die Hupe auch, ne, so. Man hat damit gelebt und man hat das besser. Und ich habe das auch für meine Crew gemacht, weil meine ganze Crew, die konnte dadurch arbeiten. Und die ersten 2 Auftritte waren komisch, so Beethoven in seinen letzten Jahren, hört die Musik nicht mehr. Ne? So war es mit dem Lachen. Ich höre es nicht richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Gag. Ja. Aber Lustobjekt, wer ist denn jetzt das Lust? Bist du das Lustobjekt? Ja, ich habe gedacht, ich muss mal was für die Frauenbewegung machen. Ja, weil, sehr gut. Ne, ich habe gedacht, immer werden die Frauen als Objekt gesehen, dann habe ich gesagt, jetzt bin ich's. Das Problem war, als zu dem 2020 habe ich richtig gut trainiert gehabt, also richtig trainiert und dann kam Corona. Und jetzt spiele ich das Programm immer noch, aber ich sage dann halt, naja, seht ihr hier so ein bisschen an der Seite, ja, da geht's noch, das war ja noch vor Corona. Das war vor Corona. Und dann, jetzt merkst du an der Seite, oder war es kurz vor? Ich dachte, weil du es jetzt abdeckst. Ja, 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 aber ich muss jetzt schon ein bisschen mehr abdecken. Und dann sage ich aber immer als Gag, da hat sich der Muskel aus der Haut gedrückt. Und dann geht das wieder. Und deswegen habe ich zeige einmal kurz meinen Bauch, aber ich bin vorher so raus, einfach um das Klischee auch erstmal so ein bisschen zu bedienen. Das war Hassan, ne, die Figur? Das war Hassan, ja. Hassan, da hattest du mal ein Problem, weil ein Hassan saß auch bei dir im Publikum. Ja, Hassan saß auch mal, es war Anfangszeit, also wo ich... Weil jeder gesagt hat, hey, traust du dich das? Das war damals so diese Ethno-Comedy. Mhm. Und so, hey, produziere mich nicht, ich weiß, du dein Haus. Und das kam damals super gut an. Und dann, du hast mir nichts imprägniert, also solche Wörter. Und dann war dann wirklich mal so ein echter Hassan, so ein echter Türke da vor mir gesessen. Und jeder hat immer gesagt, hey, hast du keine Angst, dass du mal auf die Kosch kriegst oder so, wenn du die danach machst oder veräppelst. Und der war wirklich so gesessen. Und so damals noch so, war so diese hohen Schuhe, weil, also ich bin als Türke eigentlich oder Halbtürke eigentlich relativ groß, deutsche Mutter, aber die so, gibt so ein paar so Halbstarke, die haben dann noch so extra hohe Schuhe, damit sie größer wirken, war so echt so das T-Shirt, ich denke so, hey, das gibt's, und hat da jemand den reingesetzt und waren so ein paar Mädels auch noch außen rum, ne? Und während ich diesen Hassan mache, so ich kann Paranüsse knacken mit der Arschbacke, das war der legendäre Anfangssatz. Wie war der? So, ich kann Paranüsse knacken mit der Arschbacke. Ihr lacht, aber ich habe damit so lange angegeben, bis dann wirklich ein Zuschauer gesagt hat, so, ich komme noch mal in die Show. Nur erkannte das Programm und hat eine Kokosnuss mitgebracht. Ja. Und danach habe ich es natürlich nicht mehr so gerne gesagt. Aber auf jeden Fall stand ich so da und der guckt mich so an. Ich mach so und der macht auch so. Also er guckt genauso. Ich denke, der will mich veräppeln, aber der war so.
Der war wirklich so. Ja. Und ich dachte, okay, das wird meine letzte Nummer. Ich krieg auf die Fresse. Und das Krasse ist, damals habe ich zwar noch nicht so, Autogramm war noch nicht so bekannt oder so. Ich bin zwar trotzdem raus und dann hat irgendein Freund von mir hat irgendeinen bezahlt. Komm, geh mal hin, das Autogramm, dass ich mich so gut fühle. Aber dann stand der Typ da und hat gesagt, der will jetzt kein Autogramm. Mhm. Dann kam der wirklich so auf mich zu. Ich muss das mal so. Ne, so richtig so, also richtig so dieser Schritt haut mir voll gegen die Schulter, so, ja, richtig so, hey du, war super. Dann ist der, ja, ja. Das ist 20 Jahre her. Und das Krasse, ja, ihr lacht, es war ein Kompliment, aber Schlüsselbeinbruch. Aber es war so die Erfahrung, die man so macht mit Zuschauern. Du hast ein Buch geschrieben und du wolltest aber auf gar keinen Fall jetzt so, wie auch andere Comedians, und das x-te Gag-Buch oder das x-te Witz-Buch hinterher schieben. Das ist deswegen auch ein streckenweise sehr ernstes Buch geworden. Das heißt, Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Und da schreibst du darüber, dass du nicht so wie viele andere von sich sagen, die dann in die Comedy-Schiene gewechselt sind, ich war kein Klassenclown, sondern eigentlich eher derjenige, der auch mal ein bisschen gedisst wurde. Ja, wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, also das ist schon, also manche sagen, ach Bülent, ja, wenn du dann sagst, du bist gemobbt worden, ja, bist du vielleicht mal geärgert worden, wie jeder andere, sagt, nee. Also das bei mir war es schon richtig krass, also das war, wo man sagt, ich möchte die Schule wechseln. Man ist der auf dem Schullandheim, der noch richtig nochmal veräppelt wurde, nochmal, wo die Mädels gesagt haben, den wollen wir nicht. Dann gibt es ja diese Schulpartys, dann, wo man dann sich im Zimmer noch trifft. Da waren die Jungs, ich war alleine in diesem Doppelbett da. Und dann kommt der Kleinklassenlehrer rein, Herr Burkhardt, weiß ich noch ganz genau. Sagt er, was machst du denn hier alleine drin? Die anderen feiern im Zimmer. Ich sage, ja, die wollten mich nicht haben. Und dann sagt er, ach. Und dann wollte er das irgendwie so gut drehen. Irgendwann ändert sich das mal. Ich habe ihn dann irgendwann mal nach dem Abitur und als ich dann bekannt wurde und so weiter, haben wir uns dann mal wieder gesehen, habe ich gesagt, Herr Burkhardt, das, was Sie damals gesagt haben, können Sie sich noch erinnern an diesem Zimmer? Ja, kann ich mich noch erinnern, sagte. Als Sie das gesagt haben, das ändert sich mal, haben Sie das auch wirklich geglaubt? Nein, hat er gesagt. Also das ist, jetzt kann man darüber lachen, ja, aber das war wirklich eine sehr schlimme Situation. Und warum rede ich in meinem Buch darüber, also unter anderem darüber? Weil ich sage, ich habe nie nach Hilfe gerufen. Also ich bin zum Beispiel auch als Kind, als Grundschüler in meiner Gegenwart auf meiner, von so einem Typ, der 2-3 Mal sitzen geblieben ist in der Grundschule, also der schon richtig so eine Maschine war. 2-3 Jahre Unterschied ist in der Grundschule sehr viel. Und ja, genau, da. Man sieht ja die Zähne. Die Zähne sind aber nicht von dem rausgeschlagen worden. Also muss ich sagen, das ist einfach, weil ich sie verloren habe. Aber da ging es noch, und dann 2. Klasse und so. Und dann kam der, oder irgendwie ist er dann in der 2., glaube ich, gekommen. Und hat mich so, also richtig gedemütigt. Es ist schwer, darüber zu reden manchmal, aber wenn man auf die Knie, also ich habe gesagt, ich gehe nie mehr, nur für meine Kinder, wenn irgendwas wäre, würde ich auf die Knie gehen. Also, aber ich würde für keinen mehr auf die Knie. Ich hatte so eine Angst, dass ich auf die Knie gegangen bin und er hat zu mir gesagt, so jetzt sag 10-mal Vater, verzeih mir. Und ich musste ehrlich sagen, ich bin zwar Christ, aber das war richtig schlimm. Und das geht mir manchmal noch nach, weil ich jetzt erstmal so drüber rede. Damals war das schlimm. Und warum rede ich darüber so offen? Ja. Weil alle, so viele Menschen, so viele Kinder, wo man das oft immer sagt, ach, das war doch nur ein Streit. Die haben sich doch nur gestritten. Nein. Wenn das Kind wirklich das ansprechen soll und dass man sich traut, weil oft fühlt man sich dann als Muttersöhnchen, das so habe ich mich, ich habe da nichts gesagt. Ich habe geschrien manchmal im Zimmer, aber auch diese Heavy-Metal-Musik, das kommt übrigens wahrscheinlich auch dadurch, dass man das mal so raussetzt. Meine Mutter hat gesagt, der spinnt schon wieder. Ne? Aber das war irgendwo auch witzig, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und in dem Buch möchte ich einfach irgendwie indirekt oder direkt auch sagen, alle, die gemobbt werden, es ist keine Schwäche, Hilfe zu rufen, sondern macht es. Es ist große Stärke. Ja. War Humor da auch ein Weg rauszukommen, um auch was so als Verteidigung? Naja, es ist schon so, dass wenn man dann irgendwann in der Schule der Außenseiter ist, sage ich jetzt mal, und ab der 9., 10. Klasse hat sich's geändert, ich habe mal Jeans getragen, ich hatte auf einmal mit 17 auch eine Freundin, die aussah wie Romy Schneider, muss man dazu sagen, das war dann für die, wo dann die Mädels, dann die Frauen sind, Mädels sind dann so, hä, wie, da muss ja irgendwas an dem dran sein. Irgend so, ne? Man wurde interessanter, dann noch eben diese Comedy. Ich habe mich auf dem Schulfest damals beworben. Dann, ja, da, gut, das ich, da sah ich schon, da war ich schon ein bisschen beliebter. Nicht mehr so der Außenseiter. Mowgli, ja. Sag ich immer. Ja, stimmt. Mowgli, so Mowgli, ja. Kim, aber da hat es schon so angefangen, dass die Mädels da war ich so 17, glaube ich, schon. Ja, 17, glaube ich. Und
Ja, da hat das dann schon so angefangen. Ich habe dann Boris Becker, damals war das total in, wenn du mit damals, mit 17, da Boris Becker imitiert hast, also Helmut Kohl, hallo, ich bin der Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Oder Reich Ranicki, wir sind heute zusammengekommen in dieser Runde, sehr schön. Und das war, ja, das war damals total mega. Das können ja viele besser, Florian Schröder und alle, aber damals so Boris Becker lag natürlich nah, der kommt aus Leim, nicht aus Mannheim. Und der Dialekt so, hallo, super, damals hat er auch bisschen anders gelacht, der lacht nicht mehr so, aber früher hat er so, super. Und dann war das total der Lacher und die Mädels, so war das ja, die lachen ja gerne. Und irgendwann werden sie auch cleverer, in dem Sinn, dass die, Anführungszeichen, Arschlöcher in der Schule merken, ah, das sind wirklich Arschlöcher. Und der Bühlen, der eigentlich so lieb ist, mit dem, der bringt uns zum Lachen, dann waren die Mädels auf einmal in der Oberstufe mehr an meiner Seite. Und ich habe das natürlich genossen, bis zu dem Zeitpunkt, wo, sag ich mal so, die drei, vier, ja, das waren so die fragtesten Mädels, dann gesagt hat, Bühle, willst du mit uns mal was trinken gehen? Und ich so, wow, jetzt ist es jetzt Rock'n'Roll. Jetzt ja, hat sich und dann geändert. Sitzt du mit den Mädels und dann sagen die, weißt du, warum wir mit dir trinken? Du bist für uns wie ein Bruder. Und das ist natürlich, ja, ich habe gelächelt, aber innerlich habe ich gedacht, nein, das möchte kein Mann hören. Das möchte kein Mann hören, wenn du sagst, du bist wie ein Bruder. Oh, das war nett. Das ist genauso schlimm. Ja, aber Bruder ist schon so in dem Moment für so einen jungen Kerl, Teenager. Mhm. Aber das hat sich natürlich alles dann geändert. Man wurde dann auch anders im Kopf und so. Und man stand da auch irgendwann drüber. Aber es gab so diesen Moment, wo man das genossen hat, dass die Idioten, die einen so gehänselt haben, auf einmal gesagt haben, hey, das ist jetzt aber cool. Und die wollten dann irgendwann auch mal Freunde mit dir sein. Also diesen Moment, wie man so im Film das kennt, das habe ich wirklich so erlebt. Und ja, damals war auch das Lied von Ärzte, eines Tages ich denke, werde ich mich brechen, werde die Herzen an einem Mädchen brechen. Ich wollte die Herzen eigentlich nicht brechen, aber die so einfach so ein bisschen so, ich werde der Zeit, das war schon so dieses, ich zeig's euch irgendwann mal, ja, das gebe ich ganz ehrlich zu, das war in dem Alter. Natürlich später, wenn man älter wird, sagt man, hey, das, ich muss niemand was zeigen oder beweisen, ich stehe für mich und bin eher so derjenige, der eher sogar fördert oder pusht und andere eher gerne sieht, die oben sind. Und auch kein Neid oder Eifersucht habe, aber in dem Moment war das so ein Gefühl als junger Kerl, ne, jetzt genieße ich das. Wir müssen unbedingt über eine Sache noch reden, weil also heute bist du im Riverboat, du hast aber auch noch ein anderes, fast genauso großes Schiff der deutschen Fernsehunterhaltung geändert, das ist das Traumschiff. wie kam es dazu? Das war, ich habe ja bei Masked Singer mitgemacht, 2019 die erste Staffel, da war ich der Engel. Und bin da bis ins Finale gekommen und unter anderem singt man da ja Lieder. Und ich durfte ausnahmsweise auch mal deutsche Lieder singen, weil die sollen ja immer englische Lieder singen, damit man sie nicht erkennt, wer ist das. Ne? So, und ich habe atemlos in Heavy-Metal-Version gesungen. Helene hat das ja gesehen oder mitgekriegt, dass ich atemlos und ich singe es ja auch rau. Ich kann aber auch schön klar singen. Ja. Aber das war natürlich die Rock-Version und das fand sie so mega. Und ins Ohr hat sie mir geflüstert, ich finde die mega, aber ich darf es nicht so laut sagen, aber ich finde sie mega. Mhm. Und sie wollte das richtig fett machen, so mit Feuer und allem in ihrer Helene Fischer-Show. Und ich sagte, das haben wir dann gemacht. Und das Krasse ist, weil du jetzt Traumschiff gesagt hast, wie kam das dann? Dann hat Florian Silbereisen hat das auch gesehen und sagte, verrückt, den will ich haben fürs Traumschiff. So, Masked Singer, dann Helene Fischer, jetzt atemlos die aufs Traumschiff. Das stand ja in den News und die Leute sagen, ist das wirklich so? Es ist so krass, weil sich so eine, ich habe manchmal Witze über ihn gemacht und sage, jetzt mag ich dich so sehr, ich kann es nicht mehr machen. Ne? Und da hat sich so eine Freundschaft, weil Florian hat die Nummer gekriegt über Helene. Ja, jetzt hat sie halt ein Kind, aber sie hat, so war es nicht gemeint, also sie hat jetzt, nein, meine Frau schaut zu, Schatz, du weißt, wie ich das meine, it's a show, also Helene ist wirklich eine, ich kenne auch ihren Mann. Nein, ich kenne ihren Mann. Also es ist alles wird gut. Immer schlimmer. Ja. Aus der Nummer kommst du nicht meine mehr raus. Meine Frau macht jetzt wahrscheinlich wie bin ich zum Traumschiff gekommen? Das ist, du bist so wie die Lehrer in meinem Publikum. Komm auf die Pointe. Ich mache immer so Auswege. Ja, pass auf, ich bin ins Traumschiff so gekommen, dass Florian angerufen hat, die Helene. Helene hat ihm die Nummer gegeben. Aber ich habe eigentlich ihrem Mann die Nummer gegeben. Aber ich wollte das nur mal so sagen. Ne? Nicht, dass die Helene nicht so, ne? So. Auf jeden Fall, die haben die Nummer gegeben. Und dann hat der Flora mich angerufen, also das Sprachnachricht. Und ich dachte, es wäre einer von Switch Reloaded. Michael Kessler oder Max Giermann, so Leute, weißt du, die den nachmachen. Ja. Ich denke, weil der hat so, ja, was ist der, ich bin der Florian. Und ich denke, das ist brutal.
Und dann habe ich dann nochmal zurückgerufen. Hm. Dann habe ich gemeint, das ist er wirklich. Ich habe gesagt, ey, cool, weil, ja, ich will für Traumschiff und so weiter und dies und das und könntest du dir das vorstellen. Und ja, und jetzt hat das alles geklappt.